Hä? Wie mit. Ach so, nee, doch, warum doch? Das ist dieselbe. Das ist dieselbe, Die gleiche Verbindung, Meister. ja, dieselbe Größe. Ja gut, dann würde das natürlich gehen. Da Gut, muss ich aber natürlich da. da passt ja auch das Förderband neben. Dann muss ich da aber natürlich ganz klar einen Kolben ran machen, damit man den Container zum Beispiel anheben und wieder absenken Musst du kann. doch gar nicht. Du kannst doch diesen großen Container einfach jetzt dann hier direkt in das Förderband setzen und machst dann einfach eine Verbindung runter mit einem. Ja, nee, das geht nicht. Das ist doof. Warte mal. Ja, dann muss ich jetzt alles hier rausnehmen, ey. Mich ist so schwer. Alter, ich habe 90.000 Kilo dabei. Ja, gut, du da Ja, ein bisschen mehr, und aber. ich habe jetzt einfach mal 357.000 Kilo. Ja. Wenn du jetzt den Survival anmachst, sterben wir wahrscheinlich an Übergewicht. Ja, ich kann hier mehr fliegen. So. Und toll, hat nicht geklappt. Ich wollte das Jackpot ausmachen. Jetpack. Jackpack. Ja, aber selbst dann brauche ich mal das Fahrzeug von da hinten. Ja, dann guck doch jetzt erstmal, du bist doch jetzt gerade sowieso in der Nähe von dem Eis. Dann guck doch jetzt erstmal wegen dem Eis. Warte, ich bin in der Nähe von der Basis. Ja, aber näher an dem Eis, als wenn du jetzt wieder da rüber fährst. Ach, naja, das kann ja zu sehen. Wie fährt sich's momentan so? Das ist eigentlich gut. Das ist eigentlich okay. Ja. Das. Ich hatte gerade deswegen die Pause Sorge, dass es gerade umkippt, als ich es gesagt habe, aber alles gut, alles gut. Ich hätte es ja schon irgendwo gefeiert. Ja, ist scheißegal. Es ist mir ein bisschen zu schnell, ehrlich gesagt, aber okay. Echt? Ja, weil du kannst, wenn du mit Thrustern fährst, die Reifengeschwindigkeit nicht mehr einstellen. Oh Gott. Hat das überhaupt jemals geklappt? Ja, wenn du keine Thruster hast, kannst du das einstellen. Ja, mit so 72 km/h hier über die Piste zu heizen, ist mir ein bisschen riskant, vor allem wenn man dann hier eine Kurve fährt. Ah, ich habe vergessen, dass ich in der Kurve nicht lenken sollte. Bist du umgekippt? Klar. Aber kein Problem. Ja, wir haben ja die Ressourcen. Wird eben mal gefixt, das Ding hier. Weißt du, wird wieder aufgestellt, kein Problem. Das ist das einzige Schöne, es ist ja wirklich kein Problem. Ja. Okay, dann mache ich jetzt hier in die zweite Etage. Kommt dann jetzt die Sauerstoffgeneratoren mit den Hydrogentanks und sowas. Dann kommt in den gegenüberliegenden Tunnel, würde ich dann ein bisschen schmaler machen. Und da würde dann nur noch wirklich auf die eine Etage Betten und auf die andere keine Betten. Ich eigentlich ein Gyroskop reingebaut? Nö, natürlich nicht. Und dann auf die andere Etage die Kryokammern und die Medistation. So, zack, da steht's wieder. Wiener 1. Wiener 1. Das freut mich. So, kein Thema. So, siehst du, ging relativ. Ging auch sehr schnell. Man muss ja keine Ressourcen holen, um zu bauen. Zum Glück. Zum Glück. Gut, dass ich diesen Einfall hatte. Ja, wie so ein Spielverderber. Mach's aber gerne mit. Ja, gut, ich meine, man kann hier schon einfach Scheiße bauen, ne? Das ist schon ganz geil. Ja, man kann Kann halt ich auch mal schon ein sagen. bisschen, man kann halt den eigentlichen Spielzweck auch mal machen, Ja. also so ein Wahrnehmen. So, jetzt wird hier einfach mal kurz in den Schnee gebaut und gucken, ob das irgendwas bringt. Zum Schnee gepinkelt. Ja. Ich habe einen Schneepissengel gemacht. Wunderschön. Eis, Tatsache. Echt? Ja, aber dann könnte man da ja im Grunde, man muss halt gucken, wie man das macht, weil das Problem ist da ja jetzt. Du hast ja, wenn du jetzt ja da jetzt nämlich einen Turm hinbaust, Ja. der ist ja fix. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob da drunter immer noch so viel ist. Ja, hier unten glaube ich nicht. Also was ist denn unter der Eisschicht? Stein. Toll. Ja, ich glaube, so viel Eis wird hier, das wird halt Schnee sein, ganz normal. Ich glaube, da ist nichts, da braucht man auch nicht so einen großen Turm. Ich glaube, das ist der mit Abstand schwachsinnigste See, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Warum? Wo einfach unter dem See Stein ist. Unter dem See?
Ja, das ist ja ein See, das ist ja eine Eisschicht. Ja. Da muss ja mal Wasser gewesen sein darunter. Da bin ich doch gar nicht. So. Ich bin hier beim Schnee. Nee, ich meine in dem See. Ja, wie soll ich denn zum See mit dem Fahrzeug kommen? Da komme ich ja nie wieder hoch. Ja, deswegen dachte ich, dass du eigentlich einfach mal so anfängst, da drin zu bohren. Ach so. Oh. Also ich hatte gedacht. Ups. Ja, das weiß ich natürlich nicht. Da muss ich dann erstmal hin. Ich habe gerade eine Meldung gehabt, I am entering the debug mode. Ja, warum machst du so einen Scheiß? Keine Ahnung, ich habe irgendwas gedrückt. Geil, ey. Ja, ne, finde ich auch. Boah, weißt du, sind wir schon im Creative, wir werden immer noch cheaten, ey. Ja gut, theoretisch, wir sind im Creative, aber ich finde, das wäre zu einfach. Ich könnte einfach auch als Bodenmaterial überall Eisen hinmachen und dann kann man das einfach abbauen, aber das wäre ein bisschen sehr einfach. Was, warum? Vor allem überall Eisen. Ja, ich kann den ganzen Boden mit Eisen zupflastern. Oder mit irgendwas anderem. Ja, aber wenn, dann bitte Uran. Das geht auch. Weil irgendwo mit müssen wir die Bohrer abfüllen. So, dann bleiben wir hier mal stehen, parken das Fahrzeug hier und fliegen mal zum See. Ach, warte mal, wir haben doch hier unendliche Möglichkeiten. Oh, was hast du denn vor? Nehme ich einfach den Elite-Superbohrer. Der bohrt wahrscheinlich jetzt den ganzen See einfach weg. Ja. Bis zum Erdkern. Hätte auch was. Würde mich mal interessieren, was passiert, wenn man sich einfach durchbohrt. Ich glaube, da ist aber echt nur Stein drunter einfach direkt, oder? Ja, ich sag ja, das ist der schwachsinnigste See, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Nee, doch, aber geht ein bisschen tiefer. Aber es ist trotzdem irgendwann ein Stein oder was? Ja, wahrscheinlich, ich bin noch nicht so weit unten. So, ich dachte. Ja, ich dachte. Ich habe mich einmal kurz reingebohrt, das dauert halt immer noch ein bisschen, ne? Hast du die großen Versprechungen gemacht? Ich habe einmal reingebohrt, tiefer komme ich nicht. Ah, ich baue hier einfach einen riesen Bohrer hin und dann bohren wir den Scheiß hier weg, ey. Jetzt wird einfach überall ein Bohrer dran gehauen. Klar, die werden alle miteinander verbunden. Ah, ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste zum Ab- und am dran bauen. Guck mal, da ist auch noch so ein SPRT Argentavis. 25.000 Meter weg. Dann einscheint sich auch bei mir. Nee. Ja, sehe ich auch. Da. Stationsblock. Aber das muss ja nicht 50 Meter tief gehen, ne? Doch. Meinst du? Nee, glaube ich nicht. Nehmen wir mal die Höhe, mal gucken, wie tief es wird. Ja, ich glaube, es ist immer noch genug. Eine Tiefe. Ah, gut, 30 Meter ist ja auch schon mal was. Kann man mit arbeiten. Oh, fuck. Jetzt kann ich hier kein Bohrer ransetzen. Ja, dann muss das Ganze natürlich noch einen Block nach oben. Ja, natürlich. Sonst, ist ja doof. Wird das nichts, ne? Also, wenn wir den Planeten verlassen, müssen wir unbedingt einen Selbstzerstörungsmechanismus bauen. Damit wir die Basis, zerstören können. Unsere, damit keine Hinterlassenschaften da bleiben. Super. Wir bauen jetzt also 500.000 Stunden an dieser Basis. Ja, damit Cerberus, weißt du, die ganzen Geheimdaten nicht bekommt. Hat Cerberus gesagt? Ja. Wir sind hier im Universum von Mass Effect, ja. Andromeda? Nein. Nein. Die Citadel ist gar nicht mal so weit weg. Können gar nicht in dem komischen Nebel sein. So. Ich könnte immer so meinen, du magst diesen Namen nicht. Ach, Ivo. Du wieder, weißt du? Ich wieder? Ja, du wieder.
So, na gut, dann wollen wir uns mal hier reinsetzen. Da würde ich mal sagen, fangen wir mal an zu bohren. Und bringen lecker Eis mit. Geil, ich kann in der Kontrollstation die Kontrollstation auf einen Schnellslot legen. Geil. Oh, ich habe gar keine Batterie. Ja, was machen wir denn da jetzt? Eine bauen. Creative Mode. Ja, ist eigentlich unmachbar jetzt, aber gut. Nee, Kommando nochmal zurück hier. Bohrer, geh mal aus. Der klackert so komisch. Ich glaube, da ist was lose. Scheiße, ich habe nur so eine komische Anzeige. Was ist da los? Was ist denn da los jetzt? Bauen wir uns hier noch ein Kontrollpanel ran, ist ja kein Problem. Immer noch. Hä, mir wird nur ein einziger Kolben angezeigt. What the fuck? Egal, dann geht das halt langsam vonstatten hier. An! Na, geht doch. Geht der jetzt auch raus? Nein. Ich bin mir nicht so sicher. Die sind halt so langsam, dass man das nicht sieht. Oh, ich glaube, das Server-Speed ist jetzt richtig im Arsch, kann das sein? Nur 2,5. Immer noch gleich. Okay. Dann habe ich hier nur merkwürdige Vorkommnisse. Soll ich mal kommen? Hä? Ist der Bohrer weg? Ach du Scheiße, der Bohrer ist ja schon so tief. Bist du denn? Ah, okay, ich sehe es. Warum bist du auch so weit in den See reingeflogen? Ja, damit ich hier das größtmögliche... Dachtest du, das ist Wasser tiefer? Ja, sicher. Hä? Ist bei dir der Bohrer ab? Ich bin auch überhaupt nicht da. Achso, ich dachte, du bist schon da, ey. Mann. Lass mich doch erstmal kommen. Also, mir werden auch drei Sachen ausgegraut. Ich hab deine Agentur bis 10.000 Meter weg. Was? Ja, ich auch. Ja, aber die steht ja, das ist mir egal. Okay, ja, da oben ist ich. Der eine ist abgebrochen. Hallo. Wieder waren zwei dran? Nee. Also, hier der eine. Oh, Eis. Alter, aus dem Klump. Ja, und das ist noch mehr Eis, ne? Ja, aber. Also, scheinbar. Wie viel Eis habe ich denn jetzt? Viel? Eins. 131.000 Kilo. Oh, was? Ich glaube. Also, ich würde schon gerne wissen, ob das Ding bis zum Boden kommt, aber ich habe das Gefühl, Eis ist ein bisschen hart. Das ist schon krank, ja. Also 131.000 Kilo, da sind wir bis zum Lebensende mit versorgt. Ach, weiter. Weiter darüber hinaus. Ja, ich wenn du überlegst, ich habe 28.000 dabei. Eis. Ja, ja. Hast du hier noch was rausgenommen? Nee, von der Station noch. Okay. Wir hatten ja noch was aus dem Stonecrusher rausbekommen und dann noch von den zwei Schiffen, die wir hatten. Okay, ich habe jetzt mal alles mitgenommen, was hier noch an Kleinscheiß lag. Wie viel habe ich jetzt dabei? 136.000. Kannst du noch mal kurz kommen? Ja, bin auf dem Weg. Weil ich habe da was gebaut. I'm on my way. Und ich finde das nämlich ziemlich cool. Findest du ziemlich cool? Boah, ich bin auch wieder richtig schnell unterwegs hier. 30? Nee, 26, 28 rum. Ich weiß auch gar nicht, warum jetzt der Simulation Speed vom Server so rumspackt. Da muss ich wohl Nitrado mal wieder anschreiben. Ja, muss man machen. Brauchen wir wieder ein paar kostenlose Monate. Jahre. Ja. Vielleicht bieten sie mir dann wieder an, die Hardware vom Server zu. Das wär's doch. Schon reicht das mal. Ja, was hast du gebaut? Was hast du denn gebaut? Ja, guck mal hier zu mir. Ah, oh, da ist ein Loch. Scheiße. Ja, toll, du hast ein Loch dahin gemacht. Was? Das war schon da. Nein, war es nicht. Ich mach das mal ganz. Schau mal her. Ja. Mir fehlt so ein bisschen die farbliche Akzentuierung, aber gut. Ist mir auch schon aufgefallen, aber ich glaube. Ja, was hast du gebaut? Ich habe eine Idee. Nein, hör auf, das ist meine Idee, lass meine Idee. Nee, warte. Geh weg! Gleich ist das ganz cool, so. Geh weg!
Meine Idee! Ich weiß jetzt hier nicht genau, wie man den benutzt. Es ist dunkel. Ich hab Angst. Hier, guck mal. Ich hab Angst. Wie benutzt man den? Was? Was benutzt man? Den Sensor. Oh nein. Wie? Ja, damit es gibt. Ja, dann gehen die automatisch. Bewegungssensor. Ach, scheiße. Aber du musst doch trotzdem warten, oder nicht? Warte mal, welches Hangartor ist das? Kannst du mir das kurz sagen? Moment, ich würde es selbst mal konfigurieren. Hangartor 10. Also ich mach's von der 10 ist das. Ja gut, dann. Aber mach's da unten rein. Weil eigentlich müsste das dann automatisch aufgehen. Hast du gemacht? Moment. Ich setz das da hin. Also ich bin jetzt drin, ne? Ja, ich bin draußen. Gut, weil ich mach das von draußen und machst das von drin. 10 ist das, ja? Ja. Okay, dann offen zu. Das ist jetzt zu, zeigt er auch an. Okay, aber eigentlich, also das müsste eigentlich aufgehen dann. Woran siehst du, dass das anzeigt? Zu, ah. So, ich glaube, irgendwie muss man das jetzt aber noch einstellen, dass er dann auch aufgeht, ne? Ich mach einfach mal die Ausdehnung. So weit ist natürlich ein bisschen übertrieben. Schwebende Objekte erkennen aus, kleine Schiffe erkennen, große erkennen Asteroiden, Stationen erkennen wahrscheinlich an. Erkenne Freund, erkenne Feind, erkenne neutral, erkenne, okay. Muss man vielleicht noch. Hab das nur irgendwo anders. Also beim. Jetzt ist es zum Beispiel. Warte mal. Es geht auf. Oh cool. Was hast du gemacht? Ich weiß nicht, ob das jetzt ich war oder ob du das warst. Jetzt geht's runter. Warte mal kurz. Ich will mal kurz gucken, ob ich dann durchlaufen kann, wenn es zu ist. Geil. Das ist geil. Warte. das ist richtig gut. Was ist das hier? Ach, da oben. Ah, ja, ich hab's oben hingebaut. Könnte man hier eigentlich auch oben bauen, aber ist ja egal, wo es ist. Aber ich finde das voll geil irgendwie, weißt du? Die machen wir jetzt überall. Das ist genau wie mit den Kolben. Die kommen jetzt überall hin. Ich wollte. Deswegen habe ich mich gewundert, dass du die schon abgebaut hast. Ich wollte die da hinsetzen und dann waren die aber schon weg, die Türen. Ich finde das voll gut. Lustig ist, ich könnte jetzt, wenn du draußen bist, du könntest jetzt einstellen, dass der keine Freunde erkennt. Und dann lässt er nur dich raus. Mich aber nicht, wenn ich drinne bin, lässt er mich nicht mehr raus. Jetzt muss ich mal gucken, was sind das für diese Corner Lights. So. Gibt es eigentlich auch ein Licht nur, glaube ich. Ja, es ist alles irgendwie doof. Ist alles so dunkel? Ja, aber komm mal rein. Okay. Arsch. Ja, das Problem ist halt. Die Tür geht viel zu langsam auf. Ja, was ist das Problem? What's the problem? Ich mach mal das Licht aus. Ja? Was aus? Oh Gott. Ja, es ist halt alles nicht sehr hell, ne?